Das ist nicht komisch, Gage. Ich habe auch schon viel darüber nachgedacht und ich möchte mit dir zusammen sein. Oh! So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nuka World hier bei dem Hubologenlager. Yay. Ja. Fetter Hydrant ist hier erstmal. Warum ist denn fetter Hydrant? Ich weiß es nicht. Und das Mauskabel ist scheiße. So. Ich hoffe, jetzt geht's besser. Was war nochmal unsere Aufgabe? Ich weiß gar nicht mehr. Ach ja, stimmt. Die Raumanzüge. Wo ist denn die Olle? Da drin, glaube ich. Und das hier. Radkappe. Wir sind Habologen. Ich bin Tula. Ich bin nur eine AHS-1, aber ich habe bald eine Ausrichtung. Zeta-Strahl-Ausrichter? Ist das so ähnlich wie hier die... Ich kann die Neurodynen in deinem Körper spüren. Nuka-Cola Frutti. Ist wirklich bald meine Sehr schön. Lassen. Ist das so ähnlich wie die Kinder des Atoms? Die erinnern mich gerade voll an die Kinder des Atoms irgendwie. Und hier ist sie. Hast du die Raumanzüge? Alle fünf. Alle fünf. Ja, bitte. Perfekt. Hier ist deine Bezahlung. Jetzt können wir mit dem nächsten Schritt des Plans Bezahlung? Weitermachen. Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen. Wir müssen Bezahlung? Das Raumschiff auf dem Schrottplatz unter unsere Kontrolle bringen. Ich weiß, das ist viel verlangt. Darum gebe ich dir einen der größten Schätze der Habologie, wenn es klappt. Ah. Okay. 305. Ach so, okay, ja gut. Wieso wollt ihr das Raumschiff erobern? Das ist ein wichtiger Bestandteil der Habologie. Es ist uns vorbestimmt, es fliegen zu lassen. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist nur für AHS-7-Mitglieder bestimmtes Geheimwissen. Okay. Ich habe den Schrottplatz schon gesäubert. Ihr könnt einfach reingehen. Wunderbar. Dich hat wirklich der Hub geschickt. Erzählen wir es den anderen. Leute, kommt her. Bildet das Rad. Das Rad? Das Rad? Boah, Alter, Junge. Geh mal weg da hier. Water Gage. Ach, das Rad. Radkappe. Will ich das? Okay. Warte. Alter, was? Wow. Ein Moment. Der große Plan des Hub kann in die nächste wichtige Phase treten. Nun ernten wir die Früchte unserer harten Arbeit. Unser neuer Freund hat den Schrottplatz befreit. Es ist an der Zeit, ihn zu übernehmen. Aber zuerst habe ich hier die versprochenen Raumanzüge. Die sind am Anfang vielleicht etwas eng, aber sie schützen euch. Okay. Und jetzt wieder ab zum Schrottplatz. Diesmal können wir hinrennen. Wir müssen nicht hingehen. Ach ja, da war ja noch diese Scheune oder dieses Gebäude. Soll die auch mal schauen, was es damit auf sich hat. Ja, wir sind bald da. Vielleicht mache ich da sogar einen Speedrun draus, so einen Zeitraffer. Und das da, achso, das sind die Brami-Lufts. Och nö. Da. Okay. Legen wir los. Auch nicht. Ich weiß auch, die machen das ja schon. Ich habe
Hört sich an wie so... Uah! Rettkrebse! Skorpione. Ah, die machen das schon. Easy going. Aber erstmal ganz kurz schauen, was ist da. Ich glaube, Gage würde das auch nicht so gefallen, wenn wir das hier alles machen. Aber ich glaube, die Ausrichtung werde ich nicht mitmachen. Ich will keine Zeta-Wellenstrahlen in den Kopf initiiert bekommen. Oh. Oh. Boom. Nice. Trotzdem noch Vorsicht. Vorsicht vor wem? Ach schade, okay, da funktioniert nicht mehr. Manu. Vorsicht vor dem. Achso, ist ein Geschützturm, ja gut. Ich dachte gerade schon. Hier ein ernsthaftes. Eine ernsthafte Bedrohung. Hm. Kronkorken. Zeug. Nichts. Schaffen wir es. Komm, 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 komm. Und... First Try! Yeah! Nice one! Alter, nice! Leute! Da, unser Kuchen. Was ist... Vor allem, was für eine Prozentchance ist das nur? Alter, wir haben es auf den ersten Versuch geschafft. Und das wäre dann mein dritter Kuchen. Ich glaube, dritter Kuchen müsste das jetzt gewesen sein. Boom. Nice. Natürlich noch ein Fusionskern hier, ist ja klar. Oh, ein roter Prügler. Geil. Oh, ein Alien. Okay. Hey, cool, ein roter Prügler. Nice. Und eine Waffenwerkbank. Willst du dich damit wirklich abgeben? Natürlich. Oh. Out of order. Oh, sehr schön. Huch. Achso, okay. Da hinten war, glaube ich, der Alien. Und hier ist ein Raider. Hier ist noch ein Raider. Ja, gut. Nice. So. Ich habe mir übrigens aufgeschrieben. Was aufgeschrieben hier und das kann ich gerade mal ganz kurz hier so streichen. Okay. Nice. Wir haben einen Wert von Starkern. Und was sehe ich denn da? Bingo. Scav, Ausgabe 2. Wow. Plus 25% Kampf- und Springmesserschaden. Sehr geil. Und der Netzverteiler. Geil. Und damit haben wir Kontrolle, damit haben wir Zugang zum Schiff, zum Raumschiff. Cool. Geil. Die da drüben haben ja noch Spaß. Auch ohne mich. Geschafft. Boom. So, dann ganz kurz. Hey, Psst, Junge. Das gibt's, Boss. Handel. Warte. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Huch. Los geht's. Wollte ich gar nicht. Bist du auf? Wollte ich gar nicht. Wollte das hier machen? Huch. Nein. Junge. So. 1700 haben wir noch davon. Ja, gut. Reicht das denn noch? Ach ja, stimmt. Super, Boss. Psst. Ach, egal, komm. Okay, Boss. Stimmt. Wir haben ja nur, die... Und jetzt will ich ganz kurz schauen, was da los ist. Oh, da könnte ich eine Sekunde ohne mich überleben. Kommt das noch so ein scheiß Mr. Gatzi hier? Den habe ich übrigens gerade besiegt, ne? Den Mr. Gatzi, so, das, ja. Oh. 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 Das war jemand mit Name.
Das war gerade jemand mit Name. Es sind nur noch vier, Größte Belohnung der Habologie erhalten. Bis dahin ruht euch aus und feiert. Ihr habt es euch verdient. Hey. Was für eine glorreiche Schlacht. Das war großartig. Schade um Tula. Sie ist so jung gestorben, bevor sie ihr wahres Potenzial durch die Habologie entfalten konnte. Ich habe dir eine Bezahlung versprochen. Diese Waffe stammt vom Hub selbst. Geh sehr vorsichtig mit ihr um. Hubs Alien Blaster. Yeah, nice. Wir haben einen neuen Alien Blaster. Geil. Hubs Alien Blaster. Yeah. Wie ich sehe, ist das Raumschiff auch schon bereit. Alle in das Raumschiff. Drei Fusionskern, Energieverteiler. Wir müssen einen Systemtest durchführen. Komm mit uns hinein und aktiviere es. Du wirst sehen, die Prophezeiung des Hub ist wahr. Warte mal. Sprich mit Dara. Statt den Angriff, was? Geht nicht gerade ab. Hallo? Dara? Okay. Ich glaube, das Gespräch ist gerade ein bisschen buggy. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, geht's jetzt? Nein. Allgemein sind die Sounds auch gerade voll leise. Ich bin noch ein bisschen weg. Oh. Die Sounds sind gerade so mega leise. Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht. Unzugänglich. Klemmt. Oh. Ultimatives UFO. Wow. Das ist schon. Wow. Wir stehen für immer in deiner Schuld. Ohne dich wären wir jetzt nicht auf dem Pfad der Erlösung, dem Pfad unseres Schicksals. Starte den Angriff. Ach so. Ich glaube, ich habe da gerade so eine Befürchtung. Und die Befürchtung ist so ähnlich wie bei Dings. Achso, das sind. Okay. Wir aktivieren mal. Beim Hub, es funktioniert. Tiefer atmen. Ich habe Visionen. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Schalt es ab. Schalt es ab. Sollte das so sein? Ja klar. Natürlich. Was gibt's? Ich wollte dir nur sagen, also, wie wir beide so zusammenarbeiten, tja, das macht echt richtig Spaß. Ich hab Nuka World mit dir verlassen und gehofft, du wärst der richtige Overboss. Hätte mir keine Sorgen machen müssen. Du kannst ohne Frage auf dich aufpassen, was man von den meisten anderen nicht behaupten kann. Außerdem macht es dir Spaß. Und noch wichtiger, ich weiß, du hältst mir den Rücken frei. Ich kann dir vertrauen. Dir und niemandem sonst. Verdammt richtig. Ich halte den Rücken frei. Ich weiß, Boss. Und es von dir zu hören, bedeutet mir was. Wirklich.
Hab ein paar falsche Entscheidungen getroffen, als ich jünger war. Ich sag nicht, dass ich sie bereue. Aber damals war ich einfach ein bisschen blauäugig. Die erste Bande nahm ich mit 16 auf. Gute Größe, starke Leute. Haben sie nur nicht richtig eingesetzt. Ich war neu, jung und wusste nicht, wann ich den Mund halten sollte. Machte Vorschläge, um die Dinge zu verbessern. Also, was ist passiert? Tja, irgendwann kam der Boss zu mir. Er hieß Connor. Keine Ahnung, welchen dummen Namen er sich gegeben hatte. Der Ernter oder sowas. Auf keinen Fall so einschüchternd, wie er klingen sollte. Fast schon lachhaft. Naja, erst dachte ich, er wäre sauer drüber, dass ich seine Autorität untergrabe. Aber er hörte mir zu. Nahm meinen Rat an. Und wo ist dieser Typ jetzt? Warte, das war ja noch nicht alles. Also, da war ich nun. Ein kleiner Dummkopf, dem der scheinbar mächtigste Mann der Gegend zuhört. Ich bin geplatzt vor Stolz. Connor hat mich immer wieder gefragt, was ich von seinen Plänen halte. Mir gesagt, dass er mir vertraut. Das ist mir zu Kopf gestiegen. Nach ungefähr einem Jahr der engen Zusammenarbeit hatten wir den Plan, Frieden mit einer rivalisierenden Bande zu schließen. Wir arbeiteten heimlich alles aus, wo wir uns auf neutralem Boden treffen. Wer verhandelt? Ein Plan B für den Notfall. Ich übernahm die Verhandlung mit drei unserer übelsten Kanten als Schutz, falls mich keiner ernst nehmen würde. Hat es funktioniert? Haben Sie dir zugehört? Zuerst nicht, dann aber schon. Nach ungefähr einer Stunde erkannten sie, dass die Abmachung in ihrem Interesse war. Und dann hörte ich es. Waffenfeuer und Explosion. Und zwar reichlich. Zuerst dachte ich, oh Scheiße, da ist was schiefgelaufen. Connor muss uns rausholen. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr wurde mir klar, was passierte. Der Dreckskerl hatte mich verarscht. Und ich bin drauf reingefallen. Ich hatte von ihm alle möglichen wichtigen Informationen erhalten. Wäre ich länger da geblieben, wäre ich zur Bedrohung geworden. Also nutzte er uns als Ablenkung, um die anderen Banden zu beschäftigen, während er und seine Männer angriffen. Er würde Beute machen und ich würde im Kreuzfeuer sterben. Halleluja! Wie bist du denn lebend da rausgekommen? Ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Ich erinnere mich nur vage, trifft es ziemlich gut. Ich fand mich auf der anderen Seite wieder, angeschlagen. Aber lebendig. Zurück konnte ich nicht. Der, dem ich vertraut hatte, wollte mich umbringen. Ich dachte daran, wieder reinzugehen und zu ballern. Aber das war nur meine Wut. Und ich wusste, wie das enden würde. Also zog ich weiter. Schwur mir, nie wieder so dumm zu sein. Traue niemandem. Und jeder ist sich selbst der Nächste. Hey, du hast getan, was du tun musstest. Das kann dir niemand verübeln. Wie gesagt, Boss, ich bereue meine Entscheidung nicht. Seit diesem Tag habe ich niemandem mehr vertraut. Nur so lange, wie sie für mich nützlich waren. Aber du hast wirklich was drauf. Endlich kenne ich jemanden, für den es sich zu kämpfen lohnt. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Das soll jetzt nicht komisch klingen oder so. Ich sag nur, dass das zwischen uns eine echt gute Sache ist. Ja gut. Ich würde mal sagen... Das ist nicht komisch, Gage. Ich habe auch schon viel darüber nachgedacht und ich möchte mit dir zusammen sein. Oh! Nein. Sagst du gerade das, was ich denke, dass du es sagst? Nein. Ach, komm schon, Boss. Du würdest nichts mit mir zu tun haben wollen, bei meinem verhunzten Leben. Wir sind mehr als nur ein gutes Team, Gage. Du weißt das und ich weiß das. Ja, da sind wir wohl. Ich muss schon sagen, hätte nicht gedacht, dass sich dieses kleine Gespräch so entwickeln würde. Ich werde jetzt hier nicht sentimental, aber... Verdammt, Boss, du bist einzigartig. Ich kann es nicht erklären, als hätte ich einen Teil von mir gefunden, den ich nie vermisst hatte. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Aber scheiße, es gibt niemanden, den ich lieber bei mir hätte. Ja gut, durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Gage hast du den Skill
Blutlektion erhalten. Ich freue mich. Ja. Scheiße, was habe ich gerade genommen? Was habe ich gerade genommen? Ich glaube, Adektol habe ich. Ich glaube, ich habe 2 Adektol genommen. Kann das sein? Auch bitte nicht. Blutige Lektion. Huch, da steht gar nicht das in Klammern, Gage. Dank deiner Beziehung zu Gage erhältst du. Plus 5% mehr XP für getötete Gegner. Und plus 10. Schick. Und ganz kurz. Huch, nein, wollte ich gar nicht. Das hier wollte ich und das hier wollte ich. Beweglichkeit. Boom. Für mehr AP. Dara Hubble. Lass nichts zurück. Sollte das eigentlich so enden? Oder gibt es noch einen anderen alternativen Weg? Gab es noch einen anderen alternativen Weg? Weil das war jetzt so ein bisschen. Ich glaube nämlich. Huch. Hallo. Ach, egal. Ich wollte gerade den Kopf nehmen. Ach, Manu. Naja. Ich weiß nämlich nicht, ob das wirklich so enden sollte, wie es jetzt geendet ist. Denn. Naja. Okay, das nochmal starten. Yay. Yeah. Okay, ich glaube, es gäbe noch einen alternativen Weg. Ich glaube, es gäbe noch einen alternativen Weg. Egal, jetzt habe ich schon gespeichert. Es sei denn, ich kann laden. Hallo? Ich kann laden. Sehr gut. Ich speichere gerade mal ganz kurz hier in Spielstand. Und wir sehen uns dann gleich wieder, weil ich will das andere Ende sehen. So, Leute, seid ihr bereit? Es geht los in 3, 2, 1. Ich habe Visionen. Ich glaube, ich muss kotzen. Irgendwas stimmt nicht. Schalt es ab! Schalt es ab! Ja. Oh. Die sind trotzdem gestorben. So, seid ihr bereit? Ja? Ja? Okay. 3, 2, go. Oh, ich kann auch warten. Geil. Ich habe Visionen. Aha. Dann muss ich aufhören. Ich glaube, ich muss kotzen. Okay, ich mache mal auf. Irgendwas stimmt nicht. Schalt es ab. Schalt es ab. Okay, die sterben einfach so. Okay, warte. Okay, das ist so ein bisschen. Hey, hast du vielleicht mal kurz Zeit? Nee, gerade mal nicht. Was passiert, wenn? Wenn ich es aktiviere und direkt wieder aufhöre. Beim Hub, es funktioniert! Ist sehr schön. Ah. Visionen. Ich habe Visionen. Ja. Sterben die noch so? Ich glaube, ich muss kotzen. Irgendwas stimmt nicht. Schalt es. Entschuldigung.
Okay. Die sterben alle einfach so. Ja gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hat ja sehr gut geklappt, unsere Reise in die Vergangenheit. Okay, ich glaube, es gibt kein alternatives Ende, oder? Okay. Naja, das, ja, ich gehe da mal raus. So. Und wir sind draußen. Nach dem kleinen Ausflug. Ich weiß ja auch nicht. Kann ich das Teil auch wieder rausnehmen? Nein. Kann ich das hier wieder rausnehmen? Nein. Okay. Ja. Die Typen sind jetzt tot. Ja. Wow. So kann man eine Religion vollständig zerstören. So. Dann gehen wir ganz zum anderen Haus. Das ist wahrscheinlich das da drüben. Oh, wir haben jetzt auch einen Elnenblaster. So. Die Knarre will ich haben. Betty Dunmore. Ist das eine Siedlung? Ist das? Das sieht aus wie eine Siedlung. Gut, Dunmore. Das ist, glaube ich, eine Siedlung. Ich glaube, das ist eine Siedlung. Wenn du handeln willst, frag meinen Mann. Ansonsten runter von unserem Land. Pass auf, was du machst. Wir trauen Fremden hier nicht. So. Hallo. Vorsicht. Ich will keinen Ärger. Wenn du zum Handeln hier bist, gut. Ansonsten schlage ich vor, du gehst. Lebst du mit deiner Familie allein hier draußen? Ganz richtig. Aber komm jetzt nicht auf dumme Ideen. Monique und ich waren früher Gunner. Wir wissen, wie man kämpft. Sieht man im Tattoo im Kopf. Zeig mal, was du so hast. Hier ist unser Angebot. Mal schauen, was hat denn der da so? Joa, jetzt nicht so mega geile Sachen. Ja, so eher so Casual-Scheiß. Ich hoffe hier immer noch, dass irgendein Händler hier so ein geiles Gewehr verkauft und sowas, was wir halt benutzen. Aber ich glaube, das passiert nicht. Ich kann hier sonst nochmal hier so ein bisschen was kaufen von. Ganz kurz, Wert 1. Egal, komm. Wert 1 ist okay. Ach ja, mein Inventar, meine Waffen. Dann verkaufen wir wieder ein bisschen Scheiß. Was? Überzeugungsgranate. Huch. Das behalte ich mal. Das auch. Das auch. Das auch. Das nicht. Das ist eine komische neue Granate, die wir gekriegt haben. Mächtig Schlagring kann ich mal behalten. So, Plasmagewehr. Ja, kann alles weg hier. Oh, wir haben schon genug verkauft. Na komm. So, boom. Ist alles noch gestohlen. Kampfkette. Ruiniert. Ist schlecht. Ist das eine Siedlung? Hallo, lass mich durch. Danke. Ich glaube, das ist gar keine Siedlung, ne? Ne, ist schade. Ich glaube, das ist keine Siedlung. Was ist das? Kali. Hallo. Mein Vater kümmert sich ums Geschäft. Ich arbeite nur hier. Ich weiß auch nicht, warum der da hinten noch bleibt. Ich hoffe, das hat niemand mitbekommen. Hi. Aus dem Weg. Ich habe Sachen zu erledigen. Okay, das hat niemand mitbekommen. Sehr gut. Ich wollte gar nichts stehlen. Das war ein Reflex, was aus Versehen. Ich habe nur aus Versehen euer Essen geerntet. Okay. Dann gehe ich mal nach da hinten. Wir haben Gesellschaft. Oh.
so. Was wir. Jo. Was wir auch mal machen sollten, ich glaube, das ist diese Haunted Mansion. Was wir auch mal ganz kurz machen sollten, wäre vielleicht das hier. Und ein Level Up haben wir. Nee, haben wir gar nicht, Junge. Willst denn du? So. Dass wir wieder hier komplett Full Health sind. Das ist dann wahrscheinlich diese Haunted Mansion. Sonst ist hier, glaube ich, kein Symbol, ne? Was? Ticketkontrolleur? Kommen Sie und erleben Sie die Schrecken des Grandchester Mystery-Anwesens. Wieso hat die kleine Lucy ihre Eltern auf so grausame Weise ermordet? Das ich kann's ehrlich nicht sagen. Sehen Sie, wo sie ihre Bluttat begangen hat. Bewundern Sie die animatronischen Modelle. Sehen Sie die Küche, wo Ihre Mutter voller Liebe die Mahlzeiten zubereitete. Sehen Sie die Blutspuren, die sich nicht entfernen lassen. Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Beim Bau dieser Attraktion wurden keine Tiere verletzt. Grandchester Mystery Mansion Incorporated übernimmt keine Haftung für die gesundheitlichen Risiken dieser Attraktion. Darunter fallen unter anderem Herzinfarkt, Schlaganfall, Ohnmachtschnitte und Trennungen. Okay. Kommen Sie und erleben Sie. Haben wir hier, glaube ich, haben wir irgendeine Quest hier? Nee. Ist gut, Safari Adventure. Und die Sachen. Ach ja, Welterfrischung und Baumhaus. Und Riesenrad. Was ist hier noch? Safari Adventure, Kitty Kingdom. Boah. Aber ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, wie weit die Folge fortgeschritten ist. Aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Ne? Ja, komm. Ja, komm, Fresse. So, ich würde mal sagen, ich höre jetzt auf mit dieser Aufnahme und sage, ciao Leute, wir sehen uns. Bye bye und ciao.